Ja, ich habe, du hast aber schon ganz schön hier ein bisschen zugenommen, oder? Im Gesicht, oder? Also jetzt. Aber das wollte ich jetzt gerade über dich sagen. Also du bist so richtig dick geworden. Also jetzt nach Corona. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja doch. Du ich habe es nicht gemerkt. Doch, doch. Wollen wir überhaupt das Video starten oder das, wollen das, wir jetzt? Das haben wir schon ein paar Leute zu mir gesagt. Ich hätte zugenommen, aber ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Doch, du siehst richtig fett echt? Aus. Ja. Also wollen wir ein Video lassen jetzt? Aber wir wollen doch jetzt reden, wie es nach Corona weitergeht. Ja, stimmt. Ja, stimmt, genau. Wie geht das Leben jetzt weiter? Wie geht's dir? Ach komm, wir machen die Blende auf jetzt. Ja, genau. Hallöchen. Hallihallo. Wir sind wirklich dick geworden, ne? Ja, hat sich nichts verändert. Aber doch nicht ganz so wie auf dem Thumbnail, oder? Ja, das ist schon klar. Habt ihr schon Angst bekommen? Wahnsinn, ne? Ja, wir mussten erstmal abnehmen, dass wir überhaupt das Video starten können. Ne? Ja, aber ich habe tatsächlich ein bisschen zugenommen. Also, über die Jahre, ich habe mal unsere ersten Videos geguckt, da war ich irgendwie noch U100, jetzt bin ich über 100. Über 100? Ja, ich bin über 100. Ich habe noch nie 100 gewogen. Ja, siehst du. Aber du bist schwer, gell? Groß, nee, du bist doch gut. Schwere Knochen. Ah, okay. Schwere Knochen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Toll, in eure erstaunten Augen zu blicken und euch wieder mal begrüßen zu dürfen. Ja, ich habe schon mal auf anderen Videos unten drunter gelesen, bei der E-Meise zum Beispiel, der Markus macht gar nichts mehr. Ne? Ja. Der hat keine Themen mehr. Genau. Wir haben uns alle weggenommen, die Themen, alles erledigt. Alles weg, ja. E-Mobilität ist ja durch, ne? Also das hat sich ja komplett durchgesetzt, genau. Da gibt es ja nichts mehr. Aber jetzt in diesem Video, ist es eigentlich das erste Mal, dass wir uns wieder richtig in live treffen. Seit mehr als einem Jahr, oder? Ja, auf jeden Fall länger als ein Jahr. Ich meine, wir saßen mal bei dir irgendwo in Frankfurt im Regen und haben über TOS gesprochen. Richtig. TOS, genau. Das Tesla Operating System. Richtig. Wir werden darüber auch noch ein Video heute aufnehmen, über Plaid. Plaid. Ja. Genau. Und das machen wir aber als ein anderes Video, ist nicht dieses. Hier in diesem Video reden wir erstmal darüber, wie es jetzt nach Corona überhaupt weitergeht. Ja. Oder was wir gemacht haben. So als Update für die Community. Ja, stimmt. Ja, es gibt einiges Neues. Genau. Genau. Also dann bleibt ihr dabei. Ansonsten schaut ihr einfach das nächste Video an. Es gibt das noch ein Tesla-Video. Gab aber auch ein neues Auto, ja. Ich kann nicht verraten, was für eine Marke. Also schwer. Also, ja. Ja. Bin mal gespannt, gell? Es geht ja um E-Mobilität. Ja? Also dass wir natürlich Tesla-Fans sind, ist ja bekannt. Nein. Aber natürlich, die E-Mobilität ist vorrangig, dass wir das nach vorne bringen oder gebracht haben. Letztendlich auch mit. Ich bin ja auch stolz auf irgendwie das. Nicht von Anfang an jetzt, es gibt ja noch wirklich Leute, die schon viel, viel früher angefangen haben. Horst Lüning zum Beispiel, grüß dich Horst. Aber in der YouTube-Szene, sag ich mal, sind wir schon relativ am Anfang dabei gewesen. Genau. Und übrigens, wir sind heute auf unserer privaten Terrasse, also meiner Terrasse. Wir wohnen noch nicht zusammen, also auch unten rufen und Trupps. Ja. Auf meiner privaten Terrasse, die jetzt seit 8 Wochen wieder bewohnbar ist, weil hier unter uns war Wasser drin und das war alles hier eine riesen Baustelle. Und vielleicht seht ihr noch ein bisschen was im Hintergrund und da ist noch ein bisschen Geräusche, weil die anderen Häuser müssen auch alle gemacht werden. Ja, und deshalb waren wir auch lange weg, die letzten 8 Wochen. Aber jetzt sind wir wieder da und hoffen, dass wir ein normales Leben wieder führen dürfen hier. Ja, ich hoffe auch, dass es jetzt noch ein bisschen weitergeht, Normalität reinkommt. Ja. Und die Menschen auch wieder ein bisschen zueinander finden, habe ich im letzten Video gesagt. Ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich es mal erwähnt gehabt, dass ich, das hat schon die Menschen verändert. Also Corona hat jetzt die Menschen enorm in so gespalten, ja, in so zwei Lager. Ja. Und wir müssen wieder gucken, dass wir toleranter werden, auch gegenüber Andersgläubiger oder vielleicht jetzt oder ängstlicher oder unängstliche, genau, dass man sich mal wieder in so ein Spektrum findet, wo man miteinander reden kann. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das verändert sonst die Menschen enorm. Ja? Und wir sehen nicht nur übrigens wegen Corona, auch in anderen, also gerade E-Mobilität ist ein gutes Thema auch, da sehen wir auch eine enorme Spaltung. Ja? Leute, die das zu kotzen finden, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil sie jetzt wirtschaftlich betroffen sind oder vielleicht weil sie Arbeitsplatzverluste hätten. Und wir sehen das sehr positiv und bringen auch die Vorteile. Und da spaltet die Gesellschaft sich auch enorm. Ich habe den Fokus online bei mir auf dem iPad, auf dem Telefon auch. Ne? Und da gibt es immer mal wieder eine Umfrage. Ja? Wenn das so ein Autothema ist, dann steht dann da, ist da eine Umfrage, darf man selber gleich anwählen, was man der Meinung ist, ne? Rechts oder links. Da war eine Umfrage, glaubten Sie, dass die E-Autos sich durchsetzen werden? Ja? Und was glaubst du, was das Ergebnis war? Also ganz aktuell? Ja? 50? Ja, 20%. Nein. Waren der Meinung, dass die Autos sich durchsetzen werden. 80%, da war die vorgegebene Antwort, das wird nie passieren. Nein. 80%. Oh Gott, da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Das war Fokus. Das war jetzt also nicht irgendwie hier in unserer Blase oder so. Ne? Gott.
Ich dachte eigentlich, das Thema wäre gelutscht. Also der ist Drops. Ist nicht gelutscht, ja. Weil ich glaube, wir hatten ja auch ein Video gemacht, glaube ich, sogar auf der Terrasse hier vor 3 Jahren, wo wir gesagt haben, möglicherweise hat VW Volkswagen Probleme mit Marketing, um das wieder umzudrehen auf E-Mobilität, weil ja so lange jetzt davor, ja jahrzehntelang, nicht jahrzehntelang, aber viele, viele Jahre, das alles gebasht wurde. Ja, natürlich. Ne? Ja, natürlich. Die Kinderarbeit und das ganze Thema. Genau, dieses ganze Mindset wieder zu verändern, ist richtig. Okay, aber Corona ist ein bisschen das Thema. Was ist nach Corona? Wie geht es mit uns weiter? Also wir werden hoffentlich nicht so zunehmen, wie wir auf dem Thumbnail dick geworden sind. Ne? Gottes Willen, genau. Nee, dann gehe ich wirklich joggen, obwohl ich Joggen überhaupt nicht mag, aber da mache ich wirklich was. Also ich mache ja noch Sport. Also Sport hat mir auch ein bisschen gefehlt. Meine Kumpels und Volleyball und habe ich auch oft mal erzählt in den Videos. Und das durften wir natürlich auch nicht machen. Das hat gefehlt. Das ist wieder da. Wir dürfen wieder offiziell. Und das ist toll. Ich bin total unfit, muss ich sagen. Ja, es muss wieder reinkommen. Aber ich muss sagen, also mich hat jetzt wirtschaftlich ist auch Gott sei Dank nicht getroffen. Wir im Gegenteil. Also IT ist ja sowieso besser denn je, sage ich mal. Das ist wirklich, wirklich gut. Und ja, aber es hat schon, wie gesagt, auch viele Menschen getroffen, leider, die dafür nichts können. Ja, ja. Einfach so, mir nichts, dir nichts. Einfach mal so von heute auf morgen vielleicht pleite gegangen sind oder weg sind vom Fenster, ja, also leider. Ich kenne auch genug Leute. Bei mir, in meiner Firma, kennst du das Boom und Bust? Ja, also dass wir jetzt so in der Blase sitzen und du hast wahnsinnig viel, die Aktienkurse gehen hoch und was weiß ich was. Ja. Und irgendwann platzt die Blase, alles stürzt sich zusammen. Das ist jetzt mit meiner Firma eigentlich fast auch so passiert, ja. Und ich habe eigentlich dieses Jahr eines meiner besten Jahre gehabt, aber das nächste Jahr wird wahrscheinlich nicht so gut. Ja. Also. Aber dazu mehr, vielleicht auch auf einem etwas anderen Kanal. Mal sehen, vielleicht werde ich auch diesen Kanal ein bisschen ändern in Richtung, ist ja eh schon Leute, ja, ihr guckt ja eh schon meine Finanzthemen an und Bitcoin, wir haben auch ein T-Shirt an heute hier. Ja, ich nicht, aber genau. Und, Chefprogrammierer. Wir machen heute auch noch ein Video über Bitcoin, da ist ein anderes Video, verlinkt man dann später, wenn es rauskommt. Mhm. Ja, also das wird sich so ein bisschen bei mir ändern, weil ich werde ein bisschen mehr Zeit haben wieder für Video, also ja, ihr seid nicht verschont von mir. Ja. Und dann werde ich euch das auch genau erklären, wie ich das vorhabe mit dem Kanal. Und dann sehen wir weiter. Also ich bin da mutig. Und Aber ich wollte gerade sagen, bei dir ist es ja, mache ich mir jetzt keine Sorgen großartig jetzt finanziell, weil du ja auch nicht nur jetzt auf einem Bein gestanden hast, sondern du hast auch mehrere Absicherungen und hast dich auch mit anderen Themen beschäftigt, gerade mit Finanzgeschichten und nicht nur das, was du im Kerngeschäft machst. Ja. Und dadurch kann man das eine mit dem anderen relativ gut ausbügeln. Ja. Aber ja, ich will nur damit sagen, dass alles nicht auch alles total rosig hier. Nee. Also wir haben auch unsere Probleme. Definitiv nicht. Wir versuchen das auch da gut durchzukommen irgendwie. Ja. Und letztendlich hier die Familie und da. Ganz genau. Wir sind alle gesund, das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Bei uns leider nicht. Die Mali liegt hier gerade im Schatten vom Arbor. Ach. Der Mali geht's gar nicht gut. Ja, die hat starke Rückenprobleme. Ja. Und wir haben sie röntgen lassen müssen und da haben wir noch andere Probleme festgestellt. Also da ist jetzt unser Sorgenkind. Die schläft auch neben mir am Bett jetzt hier, das ist gleich unser Schlafzimmer. Ja, da wacht die immer morgens bei mir neben Bett auf. Die ist also richtig malat, hat viele Schmerzen. Und wenn man so einen Hund leiden sieht, das ist schon, das macht auch was mit einem selbst. Ja. Ich glaube, jeder, der einen Hund hat oder Haustiere hat, weiß, wie man sich fühlt. Genau. Also das ist schon, das ist ein Familienmitglied. Schon schwierige Zeit, die wir gerade haben, was das angeht. Ja, denke ich auch, das bei uns auch. Unser war auch vor kurzem krank gewesen und dann fühlt man ganz anders auf einmal, kriegt man Angst. Ja, ja, und heute in einer Woche habe ich einen Drehtermin. In einer Wohnmobilproduktion. Ja, bei Morello im Schlüsselfeld. Da habe ich mich selbst eingeladen, habe auch schon Geschäftsführer gesprochen vor Ort und habe gesagt, komm mal, das interessiert die Leute, ja. Also mal richtig, wie wird das zusammengebaut? Und wir werden auch über Solar sprechen, über Autarkie, wie es dann Wohnmobil autark ist auch. Und wir werden direkt ans Band gehen, an die Stelle, wo mein Wohnmobil gerade zusammengebaut wird. Ja. Ist das nicht toll? Geil. Ja. Und dann werden wir, das wird hoffentlich Bandstelle 7 oder 8 sein, Takt 7 oder 8, das ist so nach 3-4 Tagen. Und dann laufen wir dann das Band vor, um zu sehen, wie es dann weitergeht. Mhm. Natürlich sind andere Wohnmobile drin, also 50 ungefähr, wenn da gleichzeitig gebaut. Wahnsinn. Und ob auch rückwärts gehen, wenn so das Fahrgestell reinfährt und die ganzen Wassertanks und so. Also darauf freue ich mich drauf. Ja, wie gesagt, heute in einer Woche. Wenn dieses Video raus ist, nur noch ein paar Tage wahrscheinlich. Ja. Und das ist schon, hat schon PV-Anlage auf dem Dach und alles, was du hast? PV, also nachhaltiger. Sechs Zellen drauf, das Maximum, was drauf geht. Sehr gut. Ich wollte noch handeln, und aber gesagt, nee, geht nicht. Ja. Generell hat er auch mir auch gesagt, dass sie haben Preiserhöhungen überall. Jetzt die ganzen Lieferanten haben 10% die Preise erhöht, mindestens, also immer zweistellig auf jeden Fall. Okay. Ja. Also generell auch, ja, das ist jetzt auch, weil das inflationsbedingt jetzt allgemein. Ja, weil das Thema in dem Video ist ja nach Corona. Mhm. Ja, was passiert nach Corona? Mhm. Also durch das viele Geld, was jetzt gedruckt wurde, fängt irgendwo mal eine Inflation an. Das ist immer zeitverzögert und in verschiedenen Ecken kommt es verschieden raus. Das verstehen wir auch alles, aber wir müssen uns klar sein, dass alles teurer wird.
Wenn das Angebot knapp ist, was momentan sehr stark ist in vielen Bereichen, also bei mir in der Computerbranche ist genauso, wie ich komme ja nur an einen Bruchteil an Sachen heran, wo ich früher einfach nur bestellt habe und morgen bekommen habe, muss ich heute Wochen, gar Monate warten. Ja. Und ist teurer. Also ist unglaublich, was da abgeht. Und dadurch natürlich steigen die Preise, ist klar. Ja, wir haben die Palettenpreise erhöht jetzt auch. Ja. Weil Holzpaletten. Genau. Holz allgemein. Ja, Holz ist, also wer von euch in der Baubranche ist oder Holzindustrie, ich glaube doppelte bis dreifache Preise zum Teil. Ja. Das ist unvorstellbar. Und wenn man das einer erzählt jetzt hier im Beruhigungsfernsehen, sage ich mal, ja, Mainstream hat immer so einen negativen Touch, aber ich finde, dass unser ARD, ZDF schon wichtig sind und dass die auch ihre Funktion haben. Ja, also aber nicht alles glauben, genau. Nicht falsch verstehen, genau. Ja. Aber es ist beruhigt natürlich die Massen auch, wenn man darüber nicht so richtig berichtet, genau. Einfach um das bisschen, ja. Genau. Aber trotzdem, und das ist auch dieser Kanal, dass man einfach über diese Themen auch spricht. Richtig. Und ihr dann auch hoffentlich auch andere Kanäle guckt und euch dann ein gesamtes Bild macht, ja, weil das ist ja nicht das Gelbe vom Ei, was absolut, wir hier erzählen. Absolut, ne? Genau. Wir sehen es auch nur aus unserer Erfahrung, was wir erleben. Und wir sind ja ehrlich, aber wie du sagst, also das, was jetzt, wie du sagst, das Mainstream oder sag ich mal, normal zugänglichen Medien hat, ist auch nicht alles hundertprozentig so, wie es ist. Also man muss immer die goldene Mitte. Nicht, ja. Bei YouTube auch nicht, genau. Ja. Man muss immer so diese goldene Mitte treffen, ja. Genau. Also das, wie ich schon gesagt habe, also nicht von einem Spektrum zum anderen Ende verfallen, sondern irgendwo in der Mitte versuchen, die Wahrheit zu finden. Ja, genau. Das ist immer gesund. Genau. Ja. Okay, dann machen wir das so. Und ich glaube, das war ein Update genug, oder? Ja, ich denke mal so, wie gesagt, bei mir persönlich jetzt. Bei dir geht's weiter. Ja, bei mir geht's weiter. Job. Ja, mein Sohn studiert noch. der ist bei der Hälfte. Meine auch. Genau. Auch noch. Opa bin ich auch noch. Genau. Der Kleine ist auch gut. Also alles okay. Alles gut. Also, wir hoffen natürlich bei euch auch. Schreibt in die Kommentare rein. Könnt ihr gerne mal ein bisschen plaudern auch, was ihr natürlich teilen wollt. Ja, müsst ihr nicht alles erzählen. Ja, wir erzählen ja auch nicht alles. Ja. Und was kommt? Nächste Thema ist dann? Das nächste Thema? Model S Plate? Model S Plate, ja, das nehmen wir jetzt auf. Mal gucken, wo. Ne? Vielleicht gehen wir dann rein. Genau. Und dann fahren wir zu deinem neuen Auto. Ja, ja da. Genau. Das ist da ganz in der Nähe geparkt. Genau, versteckt. Versteckt, genau. Dann machen wir noch ein Video zu deinem neuen Auto. Mhm. Vielleicht ein bisschen Bitcoin noch. Mal gucken. Machen wir Bitcoin noch. Ja. Genau. Also, ja. Unser neues Interesse. Dann seid ihr mal wieder versorgt mit uns beiden. Richtig. Ja. Und braucht nicht mehr so Klagen auf anderen Kanälen, dass wir nichts mehr machen. Genau. Ja. So ist das. Bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Ciao, ciao. Ciao.